Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Smite. Heute stellen wir uns am neuen Gott, der Kali. Wie ihr alle wisst, ich bin nicht die große Leute mit Assassinen, aber das gebe ich offen zu. Ich kann wenige spielen, egal. Auf jeden Fall sind wir heute wieder hier mit Clear. Hey ho. Welcher vor kurzem eine Aufnahme Medusa für sich entdeckt hat. Und den unverbesserlichen Sol-Karotte. Hallo. Der zum allerersten Mal Hell spielt. So wie ich allererstmal Kali spiele. Aber ich schon ewig drauf freue. Ich brauche eigentlich mal wieder Assassinen, die ich spielen kann. Ich hoffe, ich kann sie. Alle haben sie eingeloggt. Wir können sogar schon starten. So. Oh. Schauen wir mal. Ich werde sie auf fast nur Attack Speed spielen. Und ein bisschen physische Kraft. Und Movement natürlich, aber das ist so ein bisschen passiv, was mitkommt. Wir spielen gegen ein ausbalanciertes gegnerisches Team. Unser ist auch ausbalanciert, auch wenn man keinen Tank hat. Die Gegner sind defensiv mehr dabei. Wegen dafür Ravana. Haben wir dich als Kali. Ja, und dafür haben die einen Ravana. Mal schauen. Ich habe die Skill eingeschaltet. So. Kennt man von mir ja nicht anders. So, was kaufe ich denn mal für ein aktives? Heiligtum? Ich hab Sprint. Was kaufe ich für ein aktives? Heiligtum. Ich hab Medi. Und zuerst der Begriff fällt mir gerade nicht ein. Der Messerwurf zuerst. Ich habe mir gerade nicht vorstellen, dass der so stark sein soll. Doch, der ist ziemlich stark. Der macht ja Damage over Time. Okay, also das ist gar nicht Messerwurf. Schlecht. Der Messerwurf ist, so wie ihr gerade seht, so ein bisschen winkelbezogen. So weiter ich schieße, die treffen sich an einem bestimmten Punkt alle. Also wenn man gut ziehen kann, treffen wahrscheinlich sehr viele Gegner. Und man kann ein großes Gebiet abwerfen, wenn man so sieht. Also Range hat das ist eine relativ große Range, muss ich sagen. Ja, da habe ich einen Sprung. Und wenn ich die Gegner treffe, heile ich mich um 20% der AP, die den Gegner sowieso schon fehlen. Okay, 122. Ach nee, war das mein oder dein Heal? Das kann ich gar nicht sagen. Eine Frage, wäre es gut, die 2 auf Support einsetzen? Ja, es ist gut, aber sie zu leveln. Nein, nicht die 2, nicht die 2, die 3. Nein. Ich habe 3 Gegner getroffen. Okay. Ist es eigentlich wichtig, mit wie vielen Messern ich die Gegner treffe? Ja, jedes Messer macht den angegebenen Schaden, der in der Skill-Beschreibung steht. Und das halt mal 3, wenn du mit allen 3 im Kreuz triffst. Okay, also so wie jetzt gerade so ein bisschen. Genau. Darum auch. Aber vom Tick-Damage her ist es egal, wie viele treffen, oder? Dann kriegen die auch 3-mal so viel Tick-Damage für jedes Messer. Aber ich glaube, ich habe gerade einen doppelt getroffen und hat so viel wie der andere bekommen. So glaube ich jedenfalls. Am Minion sieht man das immer ganz schön. Ich habe mich ganz gut hoch. Da bist du reingelaufen. Ich sehe gerade, dass ich schon out of Mana bin. Ja, ich habe auch kein Mana-Probleme zum Glück. Ohne Mana-Verbrauch. Oh. Immunität. Und Immunität. Oh. Wegspringen. Hui, hui, hui. Oh, oh. Okay, okay. Ich sehe gerade, dass das für Bruiser viel schlimmer war als für mich. Und wir bilden sie ja nur Attack Speed. Ist gerade dem, was ich bis jetzt so gemacht habe, vielleicht nicht ganz so verständlich, warum ich das mache. Weil ich momentan nur mit dem Messer rumwerfe. Aber sie ist halt sehr effektiv. So. Meine 3 ist ein Stun, der auch mein Damage erhöht, kurzzeitig, glaube ich. War das so, oder? Ja. Und meine Ulti summont um mich herum so viele Messer. Währenddessen kann ich ganz normal weiterkämpfen. Und diese Messer machen gleichzeitig, dass ich nicht sterben kann. Und wenn ich fast tot bin, also wenn ich auf 1 HP runtergeschwächt wäre, weil ich die Ulti aktiviert habe, kriege ich, glaube ich, 15% Leben wieder. Wenn ich einen Assist mache auf mein Target, ach ja, mein Target ist das mit dem Symbol oben neben dem Namen, also gerade ist es Isis. Wenn ich sie töte mit meiner Ulti, kriege ich 80% Leben wieder. Wenn ich einen Assist mache auf ihr, 15% auch. Und wenn ich durch einen anderen Gegner sterbe, wird der mein neues Target. Und wenn ich den Gegner töte, kriege ich einfach ein random neues Target, glaube ich, oder? Ja. Gut, dann habe ich, glaube ich, alles so ungefähr zusammengefasst. Dann kann ich mich jetzt darauf halbwegs konzentrieren, weiterzuspielen. Jetzt habe ich meine Ulti schon mal, das ist schon mal gut. Ich
brauche übrigens so ein paar Stacks. Also wie gesagt, Eis ist mein Target, damit ihr Bescheid wisst. Ist eigentlich ein guter Start, muss ich fast schon sagen. Nein! Wo kommst du, sie? Ich bin zu langsam leider. Oh, doch, könnte ich schaffen. Doch, habe ich geschafft. Und das war mein Target sogar. Ich kriege jetzt 30% mehr Gold, wenn ich... Überlebe. Ja. Das ist einfacher gesagt, als getan. Nein, sorry. Da hat sie mich gut gestunt. Also wenn ich einen Kill mache, mein Target... Ich hab kein Mana. Ich hab kein Mana. Aber du sollst jetzt den Kill. Wenigstens Revenge. Ups. Ich hab grad alles gespammt. Und ich hab kein Mana. Mir fällt auf, ich hätte vielleicht die Ulti nehmen sollen. Ich hab dir gesagt, kauf zuerst die Hose, die Schuhe und dann das Pendant. Guck mal auf mein Bild, ich hab erst die Schuhe gekauft. Und das, obwohl es Entschuldigung. War nicht mein Target, aber ey. Das war nicht notwendig. Ich wollte nochmal einen Kill. Ich hab kein Mana gehabt, das war böse. Ja, im Endgame hast du immer Mana. Da gibt's keine Zeit, wo du kein Mana hast. Ja, okay. Man kann es auch mit Heal hinbekommen, auf Conquest nicht zurückzugehen. Hatte ich dein Messer eigentlich schon gesagt, dass wenn ich treffe, dass ich Tick-Damage mache, also Blutung? Meine Passive fällt noch, fällt mir gerade auf. Meine Passive... Überleg gerade, das macht ja was anderes. Die macht auf jeden Fall, dass ich Penetration, also 10% plus 1% pro Level bekomme. Ich weiß gerade aber nicht, was die weiteren Effekte waren. Die machen mir Angst. Schön. Problem ist, dass ich habe kein Mana, ist gerade mein kleines Problem. Ist es. Ich brauche Heilung. Kali, ja. Ich habe gewartet, bis Kali da war, deswegen. So. Warte. Oh, sehr schön. Danke. Volle Mana plötzlich wieder. War's nicht. Ach ja. Ist das dein Target? Ja. Hast du? Ja. Ich hab's noch runtergeschwächt gehabt. Überlebe. Hab Heiligtum. Alles gut. Sie macht Spaß. Ja. Wer? Hell? Ja. Nur ich muss noch mit dem Feld ein bisschen schade. Üben. Jetzt hätte ich gerne Kepri in der Party. Ich würde gerne nochmal reinjumpen. Wer ist jetzt dein Target? Ravana? Nee. Wie ist es? Die hier. Oh. Leider hat sie gerade immun gemacht. Nein, ich treffe nix. So wie immer. Ich werde kurz Base gehen. Ich habe kein Mana mehr und viel Geld. Oh, knapp. Mal sehen, die Passive macht der Penetration. Was macht sie noch? Ich bin so schnell, wuhu. Ach so, die Todesmarkierung, die ich vorhin erklärt habe, das ist meine... Sechs, du? Ja. Du so? Okay. Dass die Gegner eine Todesmarkierung haben können. Ich bin aber fast fertig. Dass die Heilung, und die Heilung von den Todesmarkierungen, die sind Defekte der Passiven. Und dass ich halt nicht sterben kann. Und dass ich 15% AP bekomme, wenn ich 1 HP habe, meine Ulti ist der Effekt bei der Ulti. Okay. Clear bekommt ihr auch Mana-Regeneration aus meiner Aura ja, dazu. Na? Ja. Okay. Oli. Oh, der war nice. Schön. Nein! Würde nie. Würde nie, ja. Schein, warte. Heilung! Wenn du da wen töten möchtest, ich geb dir einen Sprint, Kali. Oh, die war immun. Hast du? Sollte ich schaffen eigentlich. Ja. Schön. Ja. Warum greift er die mich an? Er ist immer ein Target. Warum krieg ich ihn nicht tot? Bin ich so schwach? Oh, ich wollte gar nicht wegspringen, egal. Aha. Tick Damage ist auf Ravana drauf, aber kein Kill leider. Jetzt weiß ich, warum ich nicht geschafft habe. Ich in der Isis Ult rein. Meine Quinns fehlt mir noch. Deswegen. Isis Ult ist noch nicht stark. Die macht trotzdem Angst. So, noch mehr Attack Speed. Auf jeden Fall 8, 1, Score 9, 2. Ja, so muss das sein. Ich muss mal kurz back. Ihr überlebt es ohne mich, oder? Ja. Ja. Also safe nicht, aber ja, sollte gehen.
8 fehlt Mana Regeneration. Plus Mana Buff. Oh. Yay, Mana Buff. Ich weiß, müsste eigentlich das Damage Camp beschützen, aber. Oh. Danke. Oh. Liebe. Probleme. Was für. Oh. Falsche Fähigkeit. Wer ist dein Target? Dann mal schauen. Oh. Ich laufe einfach mal weg. Mein Target ist. Das war mein Target. Nee, mein Target ist das einzige, was noch lebt jetzt. Ich hab sogar überlebt. Nur Heal wechselt irgendwie so langsam die Form. Das geht, finde ich. Das liegt an der Cooldown-Reduktion. Mit Heal kann man auf jeden Fall schön stacken. Ja. Kali. Ich guck mich hier nur um, wo die sind. Hm. Jetzt kommen sie auf jeden Fall rausgelockt. Ich sehe da alte Gegner da hinten. Und das ist mein Target auch noch. Könnt ihr ein bisschen runtersprechen? Dann schaffe ich sie, glaube ich. Heißt es? Ja. Anzus, hab ich getroffen? Leider nur Rabana. Die Eises fühlt mir zu passiv. Und ich ärgere die Gegner. Kannst du dich auf Eises das machen? Ah, schade. Schade. Deine Welle ist übrigens ein ziemlich guter Wave Clear, hast du bestimmt selber gesehen. Yep. Ich glaube, Ravanna hat Angst vor mir. Ich habe Eises gepokt. Ah, falsche Fähigkeit. Ich habe aus Versehen Ult eingesetzt. Ich hab keine Mana für mein Ulti, Mist. Das ist das mein größtes Problem, dass ich keine Mana habe irgendwie. Warte. Ich brauch Mana. Ach so, das hast du auch. Dann bleib ich hier. Hab's getroffen, ey. Ist nicht mein Target, aber naja, egal. Nein! Nein! Sorry! Heiligtum aktiviert hat sie. Ich war in der falschen Form. Och nee. So ein Fail. Ich dachte safe, dass sie tot ist. Nein. Die Heilung war nicht aktiv. Du meinst dich ready, oder wie? Ja. Ach ja. Aber hier macht trotzdem Spaß. Ich glaube, dass wenn du Skills in der anderen Form aktivierst, dass sie die Cooldown von anderer Form reduziert, glaube ich, nur bei Tür, oder? Ja. Nein. Wenn ich, oder? Heal reduziert nicht die Cooldown, wenn du die Form wechselst. Die bleibt okay. Bestehen. Ja, dachte ich mir schon, das ist nämlich special bei Tür. Okay. Wir bräuchten halt mal Wards, immer so lang brauchen. Und ich weiß jetzt auch, warum du Ablenkzeit sagtest, Clear. Die machen Damage Camp übrigens. Sollen sie doch. Mein Camp. Oh. Ups. Ich treffe irgendwie Phoenix. Ich bin eigentlich verarscht, oder wollt ihr? Danke, ja, Entschuldigung. Danke, das war mein Target. Danke. Oh. Dafür lasse ich dir den. Okay, wenigstens die beiden. War es mein Target? Ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich hab nicht mehr Gold bekommen, war kein Target. Lila Bronze? Du heilst dich oft, oder? Ja, muss ich auch. Minion! Oh. Brauchst du eine Ulti Level 2? Ja. Warte, warum hab ich die auf Level 2? Ist was? Okay, haben wir mehr Mana-Regeneration. Deine Ulti meinst du? Deine Ulti gibt es einfach eine Mana-Regenerations-Aura und eine Damage-Aura, das weißt du, ne? Ja, ich weiß. Deswegen die Ulti level ich normalerweise schon ein bisschen früher. Ja, mit Heal muss man es nicht unbedingt. Aber du hast deine Autoskills eigentlich daran. Ich hab die nicht an. Ich hab sie auch nicht an. Ich hab die ausgemacht, weil ich hasse Autoskillung.
Wenn ich von hinten komme und lass dir plötzlich so weit weg pushen. Ganz halt. Warte, warte, warte. Danke. Ach, Leute, Leute, Leute. Fuck, sie ist zu schnell. Muss das sein? Oh, oh. Das macht ein Target? Ja. Ja, jetzt ist mein Target. Sorry. Oh. Ja. Jetzt weißt du, warum ich nicht gerne Kali mit uns spiele. Ja. Weil die solche Karotte ja gerne das einen wegnimmt. Das kennen wir ja schon. Ja, nicht nur Karotte. Ich weiß, ich auch, aber... Ich tue es auch gerne, du tust es gerne. Es tut jeder von uns. Und guck mal, guck mal, guck mal. Endlich ist die Krone fertig. Ja. Und ist Decke. Und ich kaufe mal wieder kein zweites Relikt. Natürlich, um später Pläne zu planen, besser zu planen, natürlich. Ich brauche Stacks, danke. Ich brauche Stacks? Hast du gerade. Achso, du stackst jetzt erst. Stimmt ja. Schlechte Wahl, schlechte Wahl. Oh, ich sehe den Gegner. Ich fühle den Gegner mit seiner Aura. Aber Mana-Kämpfer war er. Er kommt hier von mir, Achtung. Von meiner Richtung kommt er. Nein, du setzt deine Ulti nicht ein, das erlaube ich dir nicht. Schafft er den? Ja. Außer ich hole meine Fähigkeiten daneben. Die kannst du fast gar nicht daneben hauen. Doch, das ist alles schon. Area Damage. Die 1 macht im Endeffekt auch Area Damage. Kommt ja, macht sie wirklich. Form. Ich war in der hellen Form, da macht ihr kein Area Damage. Doch. Ach nee, stimmt, da macht sie One Target, hat er recht. Da verheilt sie. Aber auch nur mich. Und ich benutze meinen 2 viel zu wenig. Ja, mit der 2 der hellen kannst du echt CC immun machen. Oh. Das ich hau mit meiner Ultima lieber ab jetzt gerade. Ja, hat nicht gereicht. Ich war zu langsam. Wir waren halt zu risky, zu zweit gegen drei Gegner vor ihrem Giant. Dein Schaden. Falsch fähig gekommen. So. Oh, schaffst du nicht, Form. Schaffst du nicht. Vor allem, weil es die falsche Form ist. Okay, apropos, falls ihr es wissen möchtet, die haben zwei Tanks. Ravanda ist der physische Tank von denen und Isis ist der magische Tank von denen. Was? Was? Sie hat magisches Bollwerk gebildet. Also Bollwerk der Hoffnung. Warum? Sie hat wohl Angst vor unserer. Also das Einzige, was ich auf Isis vielleicht bilden würde, ist der, ja, ist dieser Umhang der Zwietracht, weil er Cooldown runter macht und Death, saumäßig. Aber sonst? Mein Target ist nicht erkennbar. Was soll ich da machen? Was war nicht mein Target? Bisschen, mein Target war... Ach, das ist mein Target da drüben, Mist. Hättest du ein bisschen früher kommen können. Nee, ich war gerade erst da. Aber Heal macht Spaß. Und unsere Medusa steht 10-0-10. Ja, kennst du von ihr doch. Ja, stimmt. Dann spielst du erstmal Heal. Mist, Krieg. Ihr könntet locker den Titan töten. Ich hab Angst vor dem Archer. Du hast eine Ult. Der Archer hat auch eine Ult. Jetzt nehmen alle drei wieder. Er ist fast tot, der Titan. Ich könnte... Sorry, sorry, da gehe ich lieber weg. Ich hätte ihn, glaube ich, töten können mit meiner Ulti, oder? Ja, du kannst sie alle töten mit deiner Ulti. Vor allem, wenn du erst deinen Target kriegst. Schaffe ich nicht. Kali ist der perfekte Gott für einen Pentakill, full life rauszugehen. Ah. Ich bin tot. Außer Kali? Hilfe, wo seid ihr? Ich habe kein Leben bekommen, nachdem mein Ulti zu Ende war. Gar kein. Ich weiß noch nicht, woher ihr diese Informationen habt. Das steht vielleicht drauf, aber. Doch, bekommst du. Die waren nur viel zu schnell wieder weg. Oh. Es ist so irritierend, dass er Heal von Heal keinen Schaden macht. Sie ist halt ein reiner Supporter. Nicht ganz, nicht nur. Also, kann auch gut auf Burst. Jetzt bist du aber tot, leider.
Ja, weil da Phoenix gelebt Warum hat. Laufen wir nicht alle alleine rein? Das weiß ich auch nicht. Da lief es so Keiner. Gut und jetzt plötzlich laufen wir alle alleine rein. Das geht so. Ein zweites da kaufe ich mir jetzt. So. Okay, ist ja noch da. Ich lebe in ein paar Sekunden wieder. Ein paar ja, 26, ein paar, ne? Kali, machst du den... Wen? Giant. Ja, kann ich machen. Legst du kurz ab? Ja, ich töte. Ich versuche zu töten. Oh, hier liegt ein Mana-Buff. Na, ein bisschen Schaden macht der mir schon, der Typ. Du heißt auch nicht Nissa. Heiß ich nicht? Nö. Vor allem das Lustige ist, ich kann uns einen Titan heilen. Nein! Oh, ich hab dir den sogar gelassen. Nein, hast du nicht. Doch, sie ist dein Target. Ja, aber sie ist gleich wieder voll. Kali, Heilung. Oh, ich war fast voll, danke. Du hast den Buff ja nicht, den wir haben. Oh, ich treffe nix. Fuck. Solltest du raus. Also ich bin nochmal gestorben. Ganz knapp. Aber Titan ist gestorben. Also, Heal macht Spaß. Sie können noch nicht so ganz. Ah, so schlecht warst du nicht. Ja. Ich muss nur das Feld noch öfter setzen. Ich muss meine Ulti besser herrschen können. Ja, du setzt sie meistens zu früh ein. Die besten Kalis können die bei 10 Leben. Ja, ist mir aber zu spät, muss ich sagen. Ja, vor allem wenn man gestunt wird. Okay, Leute, ich hoffe, es hat wieder gefallen. Schaut erstmal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Smite. Und wir müssen den nächsten Gott anschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.